Ja, Freunde, ich weiß, schon wieder ein Ronaldo-Video. Ihr werdet es wieder kommentieren, aber im Endeffekt interessiert es euch doch auch. Freunde, seid doch mal ehrlich, ihr seht es doch an den Klickszahlen. Ihr liebt diese Videos, ich liebe diese Videos, also let's go, here we go. Gibt es bald ein Here we go für Cristiano Ronaldo? Man weiß es nicht. Es gibt Neuigkeiten von Olympique Marseille. Da hat jetzt auch der Boss persönlich gesprochen, Longoria, der Präsident. Er sagte folgendes: Es ist wie zu sagen, dass De Bruyne oder Haaland die Ziele sind von Olympique Marseille. Lasst uns doch bitte auf die echten Projekte konzentrieren. Also er sagt, ey, Leute, hört auf, sowas zu sagen in den sozialen Medien, so hört auf, das mit Ronaldo, das ist nichts für uns, so, wir können uns einfach sowas nicht leisten, wir können auch nicht De Bruyne, nicht Haaland und so weiter und so fort. Okay, verstanden. Wer bleibt jetzt noch übrig? Also eigentlich, normalerweise würde ich ja ganz gerne sagen, Ronaldo bleibt jetzt, weil jetzt ist auch Casemiro da, ein Kumpel von ihm, Casemiro, gesagt, er freut sich sehr wieder mit Ronaldo zu spielen. Varane wächst jetzt wieder über sich hinaus, es könnte eigentlich wieder was Gutes entstehen, aber er hat eben nicht mehr so viele Jahre, plus Erik Den Haag wird ihn als Ersatzspieler aktuell eher sehen. Ich bin mal gespannt gegen Southampton am Wochenende, ob Ronaldo dann nochmal von Anfang an spielen kann oder nicht. Naja. Dann, meine lieben Freunde, gibt es jetzt ein neues, altes Gerücht, und zwar das jetzt Sporting Lissabon oder beziehungsweise Sporting Club de Portugal, heißt es ja eigentlich, also wir kennen so das Sporting Lissabon, dass sie quasi ihn jetzt doch holen wollen. Angeblich wird schon berichtet, ja, von verschiedenen Journalisten auf Twitter, dass der Deal schon zu 99% durch sei. Ich bin da skeptisch, Freunde. Ich bin da skeptisch, weil Ronaldo hat immer wieder gesagt, nee, Sporting, das will ich noch nicht. Nein, so weit bin ich noch nicht. Aber gut, es kann sich einiges ändern, wenn er sagt, ey, entweder Ersatzbank und Rashford und Martial spielen an meiner Stelle oder Sporting Startelf-Spieler plus dann noch in der Champions League spielen. Übrigens in Eintracht Frankfurt Gruppe. Es wäre zu nice, wenn Ronaldo wechseln würde. Könnt ihr ihn hier in Frankfurt mal sehen im Stadion. Wäre ziemlich nice. Freunde, ich weiß gar nicht mehr. Also erst, ich glaube, erst hier am letzten Tag, am 1. September, wenn dieser Deadline-Day ist, dann, Freunde, bin ich richtig gespannt, ob wir nochmal eine fette Überraschung kriegen oder ob das mit Ronaldo nichts mehr wird und er doch bei United bleibt. Also, ich weiß es nicht. Also Fabrizio Romano, der gefühlt ja alles weiß, der Transferguru unseres Vertrauens, weiß aktuell auch nichts. Ja, Bruno Fernandes hatte gesagt, ey, ich weiß da ein, zwei Sachen, will auch nicht sagen, was, also... Freunde, es bleibt doch spannend. Und bis wir nicht wissen, was passiert, Freunde, wird noch das ein oder andere Ronaldo-Video kommen. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.